Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu LP Minecraft. Unsere automatische Farm ist jetzt soweit gut bestückt. Das hier, das gefällt mir mal gar nicht. Erledigt. Und was machen wir denn als nächstes? Ich glaube da fehlt ein... Nö. Da fehlt nichts, da wächst es einfach nicht. Naja, was sagst du, Klavier? Brauchen Holz, oder? Haben wir viel Inventarplatz? Naja. Naja. Weg. Weg. Besorgen wir uns nochmal ein bisschen normales. Normales. Ich meine, Sprouse Wood. Normales ist ja Oakwood. Das wissen wir mittlerweile alle. Hopp. Und schaffe ich den Sprung? Ja. Nein. So probieren wir es auch nicht weiter. Führt ja sonst zu nichts. Oh, okay, hier müssen wir mal wieder vermehren. Fällt mir gerade ein. Machen wir das lieber zuerst, weil Leder wird irgendwann mal Mangelware. Spätestens, wenn wir wirklich mal Diamanten für einen Zaubertisch finden. Und ja, Holz können wir immer wieder ernten. Das läuft uns nicht davon. Gibt es hier keine Saplings? Den fällen wir mal von oben nach alter Holzfäller-Manier. Tree-Cup-Potato oder sowas bräuchten wir es nicht, aber ich will den nicht unbedingt benutzen müssen. Aber so geht's auch. Und Äxte wachsen ja mittlerweile auch auf Bäumen. Jetzt haben wir wieder einen halben Stack ungefähr. Ja doch, das heißt ungefähr, genau. Das ist genau ein halbes Stack. Ah, Säpplinge. Säpplinge. Säpplinge? Säpplinge? Wie viele liegen denn da noch? Überall, wo ich einen Baum weggerissen habe, kommt sofort wieder einer drauf. In die Landschaft müssen wir auch nicht unbedingt verdingskirchen. Aber Holz ist gut. Holz ist immer gut. Puh. Tun wir mal Moorrüben noch ein bisschen ausweiten. Und dafür haben wir dieses Feld hier drüben. Genau, wenn du was essen willst. Das, was du schaffst, das schaffst du. Was du nicht schaffst, schaffst du nicht. So. Ach, und da müsste ich auch noch wieder Moorrüben anpflanzen. Damit die Ernte nicht ausfällt. Ich glaube, dafür bauen wir uns auch gleich eine automatische Farm, oder? Stroh dürfte ich keins mehr haben. Dafür habe ich noch jede Menge Seeds. Weil da Seeds nämlich. Ach, fällt mir jetzt komplett hier unten ab. Ich weiß, ich hätte die Automatik benutzen können, aber lohnt sich noch nicht wirklich. Das ist reif, das ist reif, das ist reif, das ist reif. Jawohl. Pflanzen wir gleich wieder an. Dass alles schön brav wachsen kann.
Ja, jetzt wird es natürlich wieder dunkel und ich treffe seine Felder nicht. Hallo, lass dich bepflanzen, lass dich bestellen, du Acker. Jetzt muss es aber schnell gehen, ne? Kühe vermehren. Kühe, wo seid ihr? Naja, schaff ich. Auch was. Habt ihr schon alle? Na dann, gute Nacht. Gehen wir mal in die Haier. Okay, ihr kriegt nichts. Naja. Und aus dem Rest mache ich dann Brot. Brot für die Welt. Aber nicht so. Du schon wieder. Junge, wie oft soll ich dir es noch sagen? Das Bett gehört mir und nicht dir. Also runter da. Kusch. Kusch. Guten Morgen. Machen wir gleich mal Brot. Kriegen wir gleich ganze 11 Stück raus. Überflüssigen Seeds und Sugarcane tun wir mal da rein. Eigentlich könnte ich das gleich zu Papier verarbeiten, oder? Was soll der Geiz? Geh mal weg da. Mein Working Table, nicht deins. Und so. Ich sagte so. So, und dann können wir das Papier direkt wieder in die Kiste reinhauen. Läuft doch wunderbar. Was will man mehr? Eisen, okay, da brauche ich noch ein paar Truhen. Geh mal da bitte weg. Bitte. Ich flehe dich an. So, noch ein paar Truhen. Machen wir gleich mal 8 Stück. Denn jetzt machen wir mal den Ablauf von unserer Getreidefarm. 4 Hopper müssten genügen, hoffe ich. Das ist aber eine kostspielige Angelegenheit, ne? Und solange wir hier in der Nähe sind, wächst es auch schön. Wo ist hier die Mitte? Hier würde ich mal tippen. Dann setzen wir die Hopper später drauf. Denn erst gehen wir ins Erdreich runter. Platzieren wir. Glaube, ich muss noch eins runter. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Moment. Brötchen beiseite. Da muss ich hier hin. Jawohl. Dann machen wir mal einen schönen großzügigen Raum. 2 hier hin, 2 hier hin. Läuft. Und Kohle. Als hätte ich es nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst, aber hey. Zufälle gibt's. Hier liegt aber eine ganze Menge Kohle. Die werden wir uns noch komplett einverleiben. Eigentlich müsste ich mal einen Blick nach unserem vollautomatischen Ofen werfen. Ob der überhaupt in unserer Abwesenheit alles verbrennt. Das wäre ein Jammer, wenn ich da jetzt zu weit weg wäre. Okay, so, das geht so weit. Erstmal die ganze Kohle raus. Und ja, die Kühe über mir nerven.
was sich das jemand schon mal gefragt haben sollte. Gehen wir noch eins tiefer. Wie, ich finde hier wieder Rohstoffe. Nein. Ich möchte da nicht noch mehr ausbuddeln müssen. Wie hell es hier ist. Ich glaube, es liegt alleine an der Kiste. Hier nochmal eins in die Tiefe. Dann bräuchten wir mal langsam irgendwo einen Ausgang. Fragen, wo wir hinkommen, wenn ich dahin buddle. Sind wir da schon in der Nähe unseres Kellers? Und Eisen gibt's hier. Wunderbar. Moment. Ein reines Provisorium. Ich weiß, ich hätte jetzt eine Fackel dafür nehmen können. Aber Wayne. Okay, und da ist schon mal die Erde gut. Yay, Tageslicht. Faszinierend. Das werden wir auf jeden Fall noch abdecken müssen. Was hatte ich vor? Ach, ich wollte oben die Hopper setzen, okay. Moment. Machen wir uns links und rechts mal einen Durchgang. Ja, ich mache mir jetzt lieber ein paar Fackeln. Hey, wer will denn schon Glowstone verschwenden? Dafür müssten wir dann wieder in die Höhle zurück. Dann machen wir gleich einen ganzen Stack. Kohle gibt es ja wie Sand am Meer. Nee, und da liegt überall dreckige Erde. Das habe ich nicht durchdacht. Ich glaube, da kann ich runterkratzen, oder? So zumindest eins. Ja, doch, geht. Habe ich da jetzt eine Holzdecke oder eine Kobbeldecke? Kobbel wird ja mehr hier reinpassen. Zack, 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 zack. Nein, das verkleiden wir alles später. Aber ihr wisst jetzt wenigstens, wo die Reise hingeht. Komme ich da in meinen Raum? Einfach mal einen schönen Tunnel hier buddeln. Spitzhacken haben wir noch genug. Das ist unser kleinstes Problem. Hier mal eine Anti-Spawning-Fackel. Dann buddeln wir einfach mal hier lang. Passt wie die Faust aufs Auge. Wunderbar. Dann können wir hier eigentlich wieder dicht machen. Hier gerne auch noch ein Crafting Table, der darf nirgendwo fehlen. Crafting. Und dann basteln wir uns mal wieder Treppen. Ich wette, ich habe da ums Eck noch welche, aber naja. Wie sagt es der Joey immer so gern, Treppen kann man nie genug haben. Ah, ich wollte die Trichter anbringen. Trichter. Kompass brauche ich aktuell nicht. Hau mal, das überlege ich mir später. Ei mehr. Die drei anderen abgelegt oder habe ich die irgendwo verloren? Moment.
Ich glaube, das muss hier alles noch eins tiefer, okay? Gut, dass wir drüber geredet haben. Hopp. So. Und so. So muss das auf die Höhe. Okay. Wieder rauf. Das wird schon passen. Hoffentlich. Okay, da muss ich runter. Das passt. Suche ich mir noch schnell mal Wasser. Wo ist das nächste Wasser? Natürlich nie da, wo ich hinrenne, oder? Ach doch, hier. Wunderbar. Da komme ich nicht runter. Nein. 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 Passt. Ah. So. Jetzt wird es schon wieder dunkel, oder was? Ich werde verrückt. Dann gehen wir mal ins Bett. Und ich glaube, das war's für die heutige Folge mal. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und dass ihr Spaß beim Zugucken hattet. Und was weiß ich alles. So dann. Ciao.